Moin Leute, was geht? Hier ist wieder der Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr einen neuen Upgrade für Maya bekommt. Und zwar gibt es eine neue Herausforderung, Leute. Damit ihr eine Hosenfarbe bekommt, müsst ihr dann beziehungsweise 5 silberne Plündermedaillen verdienen, indem man Truhen, Lamas oder Vorratslieferungen durchsucht. Das ist ganz einfach, Leute. Das ist wirklich einfach. Das könnt ihr auch, das könnt ihr in Solos tun, in Duos, Teams und in Gruppenkeile. Nur ändert sich das dann immer, wie viele Truhen man öffnen muss. Bei Solos, ich blende euch das nochmal ein, muss man 7 Truhen öffnen, Leute. Solo, Duo oder Squads muss man halt jeder für sich 7 Truhen öffnen. Das muss man nicht hintereinander machen, also das kann man im Laufe des Matches machen. Das spielt keine Rolle, Leute. Hauptsache, man hat in einem Match 7 Truhen geöffnet. Dann verdienst du deine silberne Plündermedaille. Und bei Gruppenkeile blende ich euch das auch nochmal ein. Bei Gruppenkeile ist das ein bisschen anders. Da müsst ihr, okay, eine Truhe mehr durchsuchen, Leute. Da müsst ihr 8 Truhen durchsuchen für eine silberne Plündermedaille. Ja, ich bin jetzt nicht in-game gegangen und habe jetzt auch keine Truhen aufgemacht, weil das erklärt sich ja von selbst. Ich wollte das Video jetzt einfach kurz halten. So informativ wie möglich. Ja, wie gesagt, das Ganze müsst ihr in 5 Matches machen. Also ihr müsst 5 Matches spielen. Wie ihr seht, ich habe das einmal gemacht, Leute. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video helfen. Falls ja, lasst doch ein Like da. Ein Abo wäre nicht schlecht, Leute. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.